Leute, heute gibt es eine sehr, sehr besondere Challenge. Eine Challenge, die das Spiel ziemlich, ich will nicht sagen, auf den Kopf stellen wird, aber doch durchaus ähnliche Dinge mit diesem Spiel anfangen wird. Und ihr werdet gleich sehen, was ich damit meine. Ja, da sind wir. Und wie ihr seht, könnt ihr nicht sehr viel sehen. Bis auf Links Schädeldecke, beziehungsweise seine Haare. Aber Leute, wir werden heute BOTW in 2D durchspielen. Ihr erinnert euch ja sicherlich noch an die alten Zelda-Teile. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich krasse Anlehnung darauf. Wir sehen alles von oben, schön aus der Vogelperspektive. Und wir dürfen jetzt mit dieser eingeschränkten Kamera versuchen, BOTW durchzuspielen. Das wird absolut schwierig, weil ich mich so einfach nicht orientieren kann. Und bevor ich es vergesse, vielen lieben Dank an Valkyrie, der mir diese Mod erstellt hat. Also ich muss ehrlich sagen, die Challenge wird sehr, sehr special. So, dann müssen wir jetzt hier irgendwie durchlaufen. Und ich merke jetzt schon die Orientierung. Beizubehalten wird, glaube ich, mit am schwersten hier in dieser Challenge. Nehmen wir einfach mal die Rüstung erstmal mit. Frag mich gerade, was passiert, wenn wir klettern? Wird die Sicht denn wieder normal? Okay, hier ist die Kamera auch wieder normal. Ich habe mich gerade gefragt, ob wir jetzt das Intro von oben sehen. Das wäre nämlich absolut wild gewesen. So, weiter geht's. Oh mein Gott, und das Spiel sieht absolut cool aus in 2D, ne? Okay, jetzt habe ich ein bisschen zu dicht dran gezoomt. Ich kann die Höhe auch ein bisschen verstellen, was ganz cool ist. Das ist, glaube ich, das Maximalste, was ich hier einstellen kann. Könnte aber auch ein bisschen weiter dran gezoomt bleiben. Okay, also ich kann mich aktuell noch ein bisschen orientieren, auch wenn es schon ziemlich schwer ist. Irgendwie kommt mir gerade alles ewig lang vor. War der Weg hier schon immer so lang? Okay, ich schnapp mir einfach mal ein paar Äpfel hier. Ich habe keine Ahnung, wie hoch ich springen muss. Okay, irgendwie kam ich ran. Sehr schön. So, gehen wir mal zum ersten Gegner. Schnappen uns hier die Holzfäller-Axt. Okay. Oh mein Gott, also das fühlt sich ja wirklich schon fast an wie das alte Zelda. Beziehungsweise wie die alten Zelda-Teile. Okay, also ich meine, so ein Bockblind von oben sieht doch schon ganz interessant aus, oder? Komm, stirb. Dankeschön. Wo müssen wir lang? Das ist jetzt die Frage. Hier kommt doch gleich der Schleim runter, oder? Okay, Schleim, komm her. Man hat sehr viel gesehen. Es ist so witzig, einfach BOTW in Vogelperspektive zu spielen. Ich frage mich echt, ob wir eine Windbombe hinbekommen. Bin ich überhaupt noch richtig? So, dann gehen wir mal eben zum ersten Turm. Okay, funktioniert. Oh, das ist jetzt blöd. Wir sehen Hyrule Castle jetzt von hier aus nicht ganz so gut. Stattdessen sehen wir aber, ja, die Schlucht unter uns. Das ist nicht der schönste Anblick. Wollen wir den Glitch probieren? Okay, springen wir mal. Oh mein Gott, ich kann es einfach immer noch. Ich kann es einfach immer noch. Viel zu einfach. Also ich glaube, ohne die Map hätte ich echt ein Problem, ne? Wobei die mir gerade auch nicht so gut weiterhilft. Ich glaube aber, wir sind richtig. Wir sind doch jetzt hier einmal an diesem komischen Teich vorbei. Das heißt hier geradeaus, ja doch, ich glaube, wir sind richtig. Und hier links irgendwo, genau, hier ist das Wasser und hier hinten, glaube ich. Ja, ich bin da. Okay, ich war mir actually nicht sicher, ob ich wirklich da bin. Okay, also, wenn wir das Magnetmodul benutzen, können wir wieder normal gucken. Anders wäre das hier auch alles gar nicht möglich. Deswegen, ja, mir sei verziehen. Aber es gab keinen anderen Weg, das hier zu lösen. Ich meine, irgendwie muss ich ja hier weiterkommen, ne? So, dann fighten wir mal gegen den Wächter da drüben. Okay, sehr gut. Hat er gut geklappt. Komm, die nächste Route. Stirb. Weg mit dir, oh mein Gott. Also, ich krieg echt da so ein bisschen Nostalgie-Feeling. Ich weiß nicht warum. Ich habe echt das Gefühl, ich würde gerade so ein älteres Zelda spielen. Jetzt dürfen wir irgendwie zum Bombenschrein finden. Ich weiß nur nicht genau wie. Also, ich meine, ich kann mich ja ganz grob orientieren. Die Frage ist, wo ist die Treppe? Bin ich schon komplett falsch? So, oh, da ist der Wächter. Ja, den habe ich nicht gesehen. Das ist nicht gut. Die Frage ist, wie weit ist es jetzt? Bis zur nächsten... Ah, never mind. Okay, hier bin ich safe. Hier bin ich doch nicht safe. Aber hier bin ich safe. Und wir haben es erfolgreich zum zweiten Schrein geschafft. Das war eigentlich schon eine Challenge für sich, aber es ging. Okay, nehmen wir mal die Bombe und werfen sie und hoffen einfach, dass wir treffen. Ich glaube, ich habe getroffen. Oh, das ist ein schönes Rätsel hier. Hopp. Also ich muss sagen, so Plattformer-Geschichten sind tatsächlich so aus der Vogelperspektive nochmal ein bisschen leichter, habe ich das Gefühl. Weil man Entfernungen viel, viel besser einschätzen kann. Okay, was passiert, wenn wir jetzt hier mal uns wegschleudern lassen? Mal gucken, wie das so aussieht. Und... okay, das sieht irgendwie witzig aus, weil wir einfach nur der Kamera näher kommen. Sehr schön, dann holen wir das zweite Zeichen der Bewährung. Okay, wo genau bin ich hier eigentlich? Und hier sieht doch einfach alles gleich aus. Wo genau bin ich hier? Ich glaube, ich müsste hier bei dem Bockblin-Lager sein, oder? Aber irgendwie bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Okay, hier ist ein Filterbeißer. Ich habe gerade echt gar keine Orientierung. Hier geht es irgendwie hoch, aber ich glaube nicht, dass ich nach oben will. Na toll, da habt ihr mir echt einen Gefallen getan mit dem HUD-Ausblenden. Ah, hier unten, oder? Hier unten ist doch das Lager, oder? Ja, okay. Hier ist das Lager. Okay, weißt du was? Für den benutze ich den Bogen. So, der geht mir auf den Keks. Das sind die anderen Gegner. Wo seid ihr? Oh, die haben mich schon gesehen. Komm, steh auf. Steh doch auf. Link, du sollst aufstehen. Komm her.
Autsch. Okay, also fighten klappt noch nicht so gut. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es an der Perspektive liegt, sondern einfach an meiner Dummheit. Stirb! Ich weiß gerade nicht, wie viele Gegner da sind, ne? Bist du der Einzige? Okay, ich überfalle dich einfach mal. Oh mein Gott, das hat geklappt. So, jetzt müssen wir, glaube ich, hier einfach nur geradeaus weiter, ne? Dann müsste doch die Schlucht kommen. Ja, doch, das sieht mir nach einer Schlucht aus. Okay, das heißt, wir dürfen jetzt hier einmal einen Baum fällen. Also von oben sieht das irgendwie voll witzig aus. Komm, Kopffächer holen wir auch mal. Jetzt dürfen wir einmal rüber klettern. Wie habe ich da so schnell versagt? Okay, langsam, Link. Warum ist es von oben noch schwieriger als normal? Ja, wobei, jetzt ging's doch. Oh, lol, ich bin direkt am Schrein. So, dann rein da. So, Stasismodul. Gut, dass wir für die Module noch alles sehen können. Sehr schön. Okay, das mit dem Stein wird jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen tricky, weil ich nicht weiß, wann der Stein kommt. Schaffe ich das hier einmal durch ohne Modul? Okay, das war sehr, sehr knapp, aber hat funktioniert. So, okay. Wir dürfen jetzt hier einmal golfen. Komm, weg mit dir. Oh. Das war ein einfacher Schrein. So, ich glaube, wir müssen jetzt hier hoch. Habe ich recht? Also, orientieren ist echt nicht so meine Stärke gerade. Ja, doch, hier ist Schnee. Ich sehe Schnee. Gut, dann gönne ich mir mal eben hier mein gutes, scharfes Obst. Und weil es witzig ist, töte ich die mal eben. Oder auch nicht. Ich habe mir jetzt eigentlich was Cooleres erhofft. Okay, brauchen gerade echt keine Explosionsfässer. Das geht scheinbar auch einfach so. So, schöner Ausblick. Ja, mit der Vogelperspektive nicht so ganz, aber ich akzeptiere es mal. Aber ich finde schon witzig, wie jetzt einfach hier so rausgezoomt wurde. Aber danke fürs Winterwams. Also aus der Perspektive kann man halt Secrets besser entdecken, wie da hinten den Krogkreis. Okay, 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 soweit. Soweit, so gut. Ich glaube, ich will hier nicht runter, oder? Will ich hier runter? Ich will hier nicht runter. Das war knapp. Wir müssen hier lang, oder? Hier hoch? Okay. Oh nein, der eine wirft jetzt bestimmt mit seinem Bombenfass, oder? Ich sehe niemanden. Okay, genau das habe ich vermutet. Genau das habe ich vermutet. Ich glaube, ich muss hier nach oben, richtig? So, Schrein Nummer 4. Endlich haben wir es geschafft. So, Kühlmodul. Gut, dafür dürfen wir jetzt natürlich mal wieder unsere 3D-Perspektive benutzen. Auch nur dafür. So, dann einmal hier durch. So, und dann kommt der nächste Wächter. Mal gucken, ob wir parieren können. Das klappt natürlich nicht so gut, wenn man den Gegner nicht anvisiert und sehen kann. Autsch. Komm, komm, komm. Jetzt kriegen wir hin. Okay, vielleicht auch nicht. Alle guten Dinge sind 3. Oder 4. Okay, alle guten Dinge sind 4. Ja, geht doch. Sag doch, alle guten Dinge sind 4. Und dann holen wir uns auch das letzte Zeichen der Bewährung ab. So, teleportieren wir uns einmal zum Schrein des Lebens. Wo muss ich lang? Hier lang. Nee, hä? Da ist der Ausgang, oder? Ah, hier. Oh mein Gott. Okay, du da. Parieren wir einmal. Okay, oder auch nicht. Ich will mit dem Schild parieren. Oder auch nicht. Hallo. Komm schon. So schwer ist es auch nicht, Link. Ich kann die Distanz überhaupt nicht einschätzen. Komm. Ja, geht doch. So, stirbt. So, weg mit dir. Einmal rein hier. Ja, Leute, so sieht die Zitadelle der Zeit von innen aus. Falls ihr euch mal gefragt habt, wie die aussieht. Genau so. Ich nehme mal Ausdauer. So, Ausdauercontainer nehme ich gerne. So, klettern wir mal zu dem Boy nach oben. So, wir haben das Parasegel. Sehr schön. Mal gucken, wie wir damit fliegen können. Also mal sehen, wie das aussieht. Und dann versuchen wir jetzt mal einen Ivarok zu töten. Oh, das ist cool. Also das Fliegen macht Spaß. Auch wenn es ein bisschen schwer ist, die Höhe einzuschätzen. Aber wobei, eigentlich geht's. Eigentlich geht's. Ich glaube, ich bin gleich am Boden dran, oder? Wie weit über der Erde bin ich? Okay, nein, ich bin schon am Boden dran. So, wo ist der Hinox? Wo ist der Hinox? Hier unten irgendwo. Doch, hier ist er, oder? Ah, okay, ich bin schon drauf. Ob. Das habe ich jetzt gerade echt nicht kommen sehen. Oh mein Gott, das habe ich nicht kommen sehen. Kamera, was ist mit dir? Spin to win einmal. Oh mein Gott, mach mir gut Damage. Mach mir gut Damage. Ah, ich habe nicht gesehen, dass er auf mich gezielt hat. Ich bin ehrlich, ich habe es nicht gesehen. Rockschild ist jetzt irgendwie kaputt gegangen. Lieber Rock, lass mich bitte in Ruhe. Geh doch weg, geh doch weg, geh doch weg. Kann ich nicht seinen Arm zerstören? Dankeschön. So, der zweite kommt auch weg. So, dann lass mich noch einmal rauf. Oh, okay, man sieht nichts, man sieht nichts. So, lass mich einmal gegenschlagen. Okay, das war's schon. War doch easy. Der war entspannt. Okay, dann würde ich sagen, unser erstes Ziel, beziehungsweise unser nächstes Ziel, ist Impa, oder? Laufe ich richtig? Laufe ich in den Norden? Ist das der Norden? Wobei doch klar, ich muss gar nicht zu Impa. Das habe ich doch schon mal gemacht. Ich glaube, das hier ist in Richtung Norden. Habe ich recht? Fangen wir einfach mal mit Varudania an. Ja, komm, auf geht's. Yo, oh mein Gott, okay, also Windbomben sehen so ja viel, viel lustiger aus. Königreich Hyrule, super. Und ab hier habe ich keine Ahnung, wo ich lang muss, weil alles grün ist. Hier ist legit einfach alles grün. Okay, ich habe nichts gesagt. Ja, doch, ich finde die Richtung ist eigentlich sogar ziemlich gut. Wow, wusste ich natürlich, Leute. Ich wollte euch nur ein bisschen auf die Probe stellen. Ich wollte so den Anschein erwecken, als hätte ich keine Ahnung, was ich hier gerade tue, aber ich habe alles voll unter Kontrolle. Lol, man sieht sogar noch die nassen Fußstapfen, wenn man aus dem Wasser kommt. Mir ist es aufgefallen. Ich glaube, ich bin jetzt richtig...
Ja, sieht richtig aus. Komme ich überhaupt drauf? Wie hoch ist der Berg? Ich habe halt keine Ahnung. Ist der hoch? Ah, nee, ich glaube, der ist nicht so hoch. Okay, ich glaube, ich bin schon basically in Goronia, oder? Ja, okay, hier sind rote Felsen. Das ist sehr gut. Ich kletter einfach mal so hoch, wie es geht. Ich glaube, damit habe ich es auf jeden Fall leichter, hier lang zu traveln. Nee, Moment. Ich merke gerade, ich brauche doch Feuerschutz. Ich muss irgendwie erstmal zu dem komischen Stall kommen. Boah, den Stall finde ich niemals. Das könnt ihr so vergessen, dass ich den finde, ne? Okay, hier ist irgendwo ein Pyromagus. Okay, 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 okay. Nein, was? Der one-shottet mich. Stirb, stirb, stirb. Oh, ich mache aber gut Damage. Komm, 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 komm. Stirb. Und Geronimo. Und daneben, perfekt. So, gib mir deinen Eisstab. Oh, sehr schön. Oh, Moment, ich kann mir auch einfach Löschechsen holen. Das tut mir irgendwie gerade leid. Das... Okay, ich habe jetzt gefrorenes Edelgeflügel. Das war jetzt eigentlich nicht mein Plan. Wobei, kühlt das? Ich meine, das kühlt, aber es reicht, glaube ich, nicht für das Goronengebiet hier. So, in die Richtung, dann habe ich es endlich geschafft. Meine Güte, ist das anstrengend. Doch, ich höre Steilmusik. Ja, Steil am Berge. Okay, wir haben es geschafft. Oh mein Gott, war das anstrengend. Hier ist Terry. Verkauft der Löschechsen? Terry, hast du Bock? Kaufen? Tatsächlich nicht. Man konnte doch irgendwo diese komischen Tränke direkt kaufen, oder? Das war doch hier im Stall. Da muss ich nicht mal selber craften. Hier ist sie doch, oder? Ist sie das nicht? Morgen. Okay, die Kamera war gerade sehr wild. So, dann drück mal jetzt hier bitte die Brandschutzmedizin rüber. 150 hat das nur gekostet. Ja, okay, dann gönnen wir uns gleich 3 Stück, oder? Ich glaube, die werden wir auch echt gebrauchen, wenn wir keine Ahnung haben, wo wir lang müssen. Und unsere Waffen sind auch dezent bescheiden. Wobei, also die Knochenmobkeule ist schon sick. Die macht echt sehr guten Schaden. Aber abseits davon habe ich ja jetzt echt nicht so die beste Ausrüstung. Gut, dann würde ich sagen, begeben wir uns jetzt in Richtung Todesberg. Das Problem ist halt wirklich, dass hier einfach alles gleich aussieht. Ich habe legit schon keine Ahnung mehr, ob ich richtig bin. Ah, okay, Etappe 1, Todesberg. Okay, wir sind richtig. Was ist hier? Oh, ich weiß, wo wir sind. Todesberg, Etappe 4. Hier entlang nach Goronia. Okay. Ja, ich glaube, ich weiß jetzt, wo wir sind. Ja, ich weiß, wo wir sind. Kann das bitte aufhören? Danke. Nice, dann haben wir es endlich geschafft, Leute. Wir sind endlich in Goronia angekommen. Oh mein Gott. Ja, ich höre die Goronenmusik. Sehr schön. Und ich höre... Barudania. Okay, wir dürfen jetzt erstmal hier in den Laden gehen, weil sonst haben wir gleich ein ganz schönes Problem. Wo sind die Items hier? Ach du Heiliger. Als ob die Items so teuer waren. Ja, okay. Ich glaube, ich muss einiges verkaufen, sonst wird das hier nichts. Ein Saphir. Der kommt schön weg. Oh mein Gott, Leute. Das könnte schwierig werden. Ich weiß nicht, ob ich genug Geld zusammenkratzen kann. Ah, okay. Vielleicht reicht es gerade so. So, Antifeuerhose wird gegönnt. Ja, und Antifeuerrüstung können wir uns auch gönnen. So, dann haben wir das schon mal geklärt. Haben jetzt aber auch absolut kein Geld. Wir sind jetzt richtig broke. Jetzt muss ich nur irgendwie zurechtfinden. Ich glaube, über die Brücke müssen wir. Okay, sehr schöne Windbombe. Und ich glaube, ich werde sowas von in die Lava fallen. Oder auch nicht. Never mind. Barudania. Ja, den wollen wir jetzt besteigen. Ja. Ich habe nur noch keine Ahnung, wie ich den Feuerflug besiegen soll. Rein hier in den Titan. Ich sehe absolut viel. Alter, ich sehe ja absolut gar nichts. Ich meine, man sieht hier so schon nicht viel. Aber jetzt sicher noch weniger. Bruder, weg mit dir. Oh, das sieht aber so cool aus hier im Dunkeln von oben. Ich finde, das hat ein voll cooles Feeling. Das erinnert schon so ein bisschen an die alten Zelda-Teile, muss ich sagen. So, und hier ist der Leitstein. Habe ich recht? Yes! Bringen wir mal ein bisschen Licht ins Dunkel. Also ich weiß, dass... Genau, wir das hier irgendwie zum Brennen bringen müssen. Das ist relativ einfach. Und zwar so. Oder auch nicht. Eine Ewigkeit später. So, Feuerfluch. Jetzt gibt's aufs Maul. Hoffentlich. Also für dich, nicht für mich. Oh, okay, ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Aber wir machen tatsächlich sehr viel Schaden. Wie viel Schaden machen wir damit? Jo, wir machen übel viel Schaden, aber leider zerbricht sie gleich. Aber er ist schon Half-Life. Na dann würde ich sagen, easy war. Habe ich ihn jetzt gehittet? Yes! Okay, aufladen, aufladen, aufladen. Yo, nice, direkt die Hälfte. Das war ja voll entspannt. Ich hatte ihn viel schwerer in Erinnerung. Jetzt müssen wir echt ein bisschen aufpassen. Wenn er den Angriff macht, wo er dieses Streufeuer schießt, dann muss ich wirklich aufpassen. Ja, die Feuerbälle, die sind wirklich eklig. Komm, 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 komm. 3, 2 und... Yeet! Oh, gib ihm! Er ist fast tot. Ich komme einmal noch. Ich habe ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, was für eine Attacke jetzt kommt. Er wirft, oder? Oh, weg hier! Yo, wie schnell bewegt er sich? Was ist mit dem? Okay, Stun, Stun, Stun. Ja, okay, ich glaube, wir haben ihn. Ich glaube, wir haben ihn. Noch einmal aufladen, komm. Los, 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 los. Schlag zu, schlag zu. Nein, er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch. Nein, wir haben ihn. Wir haben ihn. Und ich bin gestorben. Warum passiert das?